Saasfee. Das Dorf auf 1800 Meter Höhe liegt im Saastal im Wallis. 1954 wurde die erste Seilbahn, eine Gruppenumlaufbahn, auf den nahegelegenen Spielboden errichtet. Schon 5 Jahre später wurde die Seilbahnstrecke mit der Lengflugbahn fortgeführt. Von diesem Punkt kam man dem Fee-Gletscher am nächsten. Fünfzehn Jahre nach dem Bau der ersten Seilbahn von Saasfee wurde mit der Felskinbahn ein neuer Meilenstein errichtet. Nun konnte auch das Gebiet rund um Morenia zum Skifahren erschlossen werden. Die Bahn kann vor allem mit ihrem Höhenunterschied begeistern. Zur Zeit ihrer Eröffnung war dies der größte Höhenunterschied überhaupt bei einer Seilbahn. Schon bald wurde die Moränenlandschaft unterhalb des Felskenfelsens durch Schlepplifte ausgebaut, um die Skifahrer auch da besser beschäftigen zu können. Nach dem Passieren des langen Spanfeldes im Tal kommt schon bald in der zweiten Streckenhälfte der Zwischenausstieg bei Maschte 4 zum Vorschein. Dieser hat aber im Jahre 1991 mit dem Bau des Alpinexpresses, der ersten 3 S-Bahnen der Welt, ihre Bedeutung verloren. Bei der oberen Streckenhälfte verläuft seit dem Jahre 1994 auch die zweite Sektion des Alpinexpresses parallel zur Felskinbahn. Die fünfte und letzte Stütze der Pendelbahn kann vor allem mit ihrer Höhe überzeugen. Zudem wurde beim Bau des zweiten Alpinexpresses deren zweite Stütze direkt neben der Stütze 5 der Felskinbahn errichtet, was ein sehr eindrucksvolles Bild ergibt. Seit 1984 wurde von der Station Felskin eine Standseilbahn in Richtung Mittelallerlin errichtet. Die genannte Anlage erschließt bis heute den höchsten für Fußgänger zugänglichen Punkt des Skigebietes mit 3500 Metern. Von da aus wurde 1986 mit dem Schlepplift Mittelallerlin 1 zum ersten Mal der große Fee-Gletscher mit Seilbahn erschlossen und es wurde der Grundstein für das Sommerskifahren in Saasfee gesetzt. Somit bekam die Felskinbahn auch eine besondere Bedeutung als Zubringer zum Gletscherskigebiet von Saasfee.